So, und heute machen wir mal was Vernünftiges. Ich zeige euch nämlich, wie man aus Lightroom direkt auf Instagram Bilder posten kann, und zwar sogar mit Rahmen. Genau, das Ding ist nämlich, in der Vergangenheit konnte man super aus Lightroom Bilder direkt exportieren nach Instagram. Da gab es ein paar Tools dafür. Früher ging das, glaube ich, sogar mit Lightroom selber. Dann gab es so ein Plugin dafür, einen Exporteur gewissermaßen, mit dem man das machen konnte. Und seit irgendeinem Update von Lightroom funktioniert das nicht mehr. Jetzt gibt es das nicht mehr. Das war zugegebenermaßen auch so ein bisschen, das Thema ist, ich habe halt immer gerne einen Rahmen um die Bilder in Lightroom, in Lightroom, nicht in Instagram. Und das war dann immer so ein bisschen tricky. Jetzt habe ich aber einen Weg gefunden, wie das geht, wie man aus Lightroom Bilder exportieren kann mit Rahmen, also geschnitten, ob das Querformat ist oder Hochformat, geschnittene Bilder oder mit Rahmen versehene Bilder direkt in Instagram posten. Mit einem Umweg über die Flume App, aber ich zeige euch mal, wie ich das mache. So, was ihr hier seht, sind ein paar Fotos. Das ist die Marina, die habe ich irgendwann fotografiert, und ich möchte jetzt dieses Bild hier gerne veröffentlichen auf Instagram, und zwar mit einem weißen Rand rechts und links, damit man das komplette Hochformat auch erkennen kann. Dazu mache ich jetzt erstes Mal eine Kopie von dem Bild, also lege eine virtuelle Kopie an und gehe dann ins Entwicklungsmodul. Und im Entwicklungsmodul schneide ich das Bild erstmal auf quadratisch, also hier 1x1. So, dann habe ich schon mal den Frame quasi für Instagram, muss jetzt noch das Bild einpassen in den Frame, und das mache ich mit Transformieren und gehe hier auf Skalieren und schiebe das mal so hin, wie ich das haben möchte, das Bild. So. Genau, also man kann das auch noch kleiner machen, dann habt ihr einen Rand ganz außen rum. Ich habe das aber immer gerne an den langen Kanten ausgerichtet. So, fertig ist es. Und was ihr da jetzt seht, ist das postfertige oder postingbereite Foto mit den weißen Rändern. So, und was ich jetzt mache, ich habe es ja schon angedeutet, ich arbeite mit der Flume App. Und diese Flume App hat den entscheidenden Vorteil, dass ich aus Lightroom direkt in die Flume App exportieren kann. Das heißt, Bild Export, da sind ja so die ganzen Exporteinstellungen. Und da habe ich mir eine Exporteinstellung gemacht, die heißt Flume. Und die zeige ich euch mal, wie die aussieht. So, das ist mein Flume-Export. Und zwar Speicherort für die Bilder. Also was da passiert ist, es wird tatsächlich ein Bild erzeugt, und das wird auch erstmal irgendwo abgespeichert. Ist ja der Export-Dialog, gell? Und ich habe da jetzt irgendeinen Ordner dafür angelegt, wo ich all die Bilder, die ich via Flume gepostet habe, einfach mal hinspeichere. Hat den Vorteil, dass ich weiß, was ich schon gepostet habe und was nicht. Dateibenennung ist egal, Dateieinstellungen bleibe ich bei JPEG, gehe auf 100%. Die Bildgröße passe ich ein auf 2048x2048, das ist so die Lieblings-Instagram-Bildergröße, und mache das mit einer guten Qualität. Sag noch Schärfen für Bildschirm, dann wird das Bild geschärft in genau dieses Format. Metadaten sind wurscht. So, und Nachbearbeitung, und das ist der ganze Trick, ist nach dem Export in einer anderen Anwendung öffnen, und da wähle ich die Flume App aus. Und was dann passiert ist, das Bild wird quasi erstellt, also wird abgespeichert an diesem Speicherort da oben, und danach wird es übergeben an die Flume App. Und das sieht dann genau so aus. Ich sage jetzt mal exportieren, dann dauert es einen kleinen Moment. Und boing, öffnet sich die Flume App. Das ist diese hier. Das ist mein Instagram Account. Und hier ist das, ich poste ein neues Bildfensterchen. So, und da machen wir jetzt hier mal eine Bildunterschrift rein, die heißt Marina Test Posting. Da kann man auch Menschen markieren damit. Marina, wo ist sie nur, wo ist sie nur? Da, fertig. Und man kann auch Hashtags einbauen. So, das sind die, die ich so in der letzten Zeit verwendet habe. Schlägt er dann immer wieder vor. Dann nehme ich die einfach. Und jetzt kann ich das Bild posten. Schwuppdiwupp, wird gepostet. 90%, wird fertiggestellt. Und tüdelidüng. So, und da ist mein gepostetes Bild. So, so einfach funktioniert das. Für mich ist das eine tolle Sache, weil ich mir halt einfach diesen ganzen Umweg spare über irgendwelche zusätzlichen Apps,
übers Handy runterladen, andere App öffnen, speichern, hochladen, sondern ich kann es halt einfach direkt aus Lightroom machen. Und ganz ehrlich, das kann man auch einfach mal nebenbei machen. Also hast halt ganz schnell mal ein Foto gepostet und das finde ich eine total gute Sache. Vielleicht hat es euch geholfen, vielleicht habt ihr auch andere Tipps und Tricks. Freue ich mich über Kommentare. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Posten und Bilder bearbeiten und machen und fotografieren und überhaupt. So, tschüss. Das Bild muss jetzt natürlich wieder gelöscht werden. Wo ist es? Foto löschen. So. Jetzt habe ich mir hier den ganzen Account vollgeknallt mit so Sachen. Na, das darf natürlich auch nicht sein.